Seit dem 7. Oktober ist das Leben von Familie M. nicht mehr, wie es zuvor war. An dem Abend peitschten Schüsse durch die Floridsdorfer Floridusgasse und die psychischen Folgen nach der Bluttat halten an. Im Prozess bekamen die Täter nur ein sehr mildes Urteil. Eine Schande, wie die Opferfamilie meint. Die Krone hat sich mit der jüngeren Schwester der drei Männer getroffen, die uns von ihren Erlebnissen der Horrornacht erzählt. Ich möchte heute ein für alle Mal was klarstellen. Es ging weder um eine Frau, noch kannten wir diese Familie. Es ging weder um Ehre und Stolz. Es ging den Abend einzig und allein um Leben und Tod bei meiner Familie. Der Kopf der Gegnerfamilie, 54, als Familienvater bekannt, der mit voller Absicht, ohne Absprache, unkenntlich mit seinen drei Söhnen die Straße am 7.10.23 bewaffnet stürmte. Und dabei auf seinen Hauptopfer, meinen älteren Bruder 28, trifft, der in der Intensivstation um sein Leben gekämpft hat und mit Glück heute noch bei uns sein darf, als bester Freund, Sohn einer Mutter, bester Bruder und tollster Familienvater. Mit 7 Schüssen wurde dieser attackiert und das ohne einmal zu blinzeln. Die Gegner hatten keine Gnade, kamen aus Stolz, ihre Ehre wiederholen. Da mein Vater während des Geschehens nicht vor Ort und Stelle war, erhielt er viele Anrufe, wo ihm die Schocknachricht mitgeteilt wurde. Aufgrund flüchtiger Bekanntschaft mit der Gegnerfamilie war es dem Täter möglich, telefonisch mit meinem Vater Kontakt aufzunehmen. Während der Flucht der Gegnerfamilie bekam mein Vater einen Anruf des Haupttäters. Die Worte meines Vaters, wieso hast du mir meine Kinder genommen, was bist du für ein Unmensch, fragte er aufgelöst. Die Antwort des Täters, tja, die Sache hat sich erledigt. Der Rest der Familie, darunter auch kleine Kinder, bekamen das Drama hautnah mit. Auch sie selbst stand auf der Straße und kümmerte sich um ihren Bruder, der um sein Leben kämpfte. Absicht oder Notwehr? Sagt mir, wo ist das Notwehr? Ich handle aus Notwehr, wenn ich in Gefahr schwebe und mich befreien möchte und nicht beabsichtigt vor das Haus bewaffnet komme. Dies war keine Notwehr für mich und meine Familie. Das war versuchter Mord. Die anderen beteiligten Verletzten, mein Bruder 23 und 27, schwebten ebenso in Lebensgefahr. Die Bestattung Wien bestätigt hiermit 4 Autos an dem Abend, weil wir alle in dem Moment davon ausgingen, dass es vorbei ist. Ich wünsche dieses schreckliche Geschehen und diese emotionale Lage, wo man nicht weiß, ob sein eigenes Kind noch am Leben ist, keiner Mutter. Ich wünsche dieses schreckliche Geschehen und die Traumen keiner kleinen Schwester und keinen kleinen Bruder. Ich habe genug von denen, deswegen melden wir uns zu Wort. Zusammen als 13-köpfige Familie, die in Österreich geboren ist, dessen Kinder alle arbeitstätig sind, dessen Kinder alle Vorschriften des Gesetzes einhalten und sich fortbilden. Wir heben unsere Stimme, zu Recht. Wir heben unsere Stimme, weil wir es noch können. Kein Mensch auf dieser Welt sollte je dies erleben, was wir in dieser Nacht haben müssen. Ich bin erschüttert und zutiefst enttäuscht von unserem Staat wie auch unserer Justiz. Wir als starke Familie sind beieinander und lassen sicherlich nicht zu, dass fremde Menschen im Verhandlungsfall über die Terrornacht, die wir bis heute nicht verarbeitet haben, entscheiden werden. Keine geschworenen Verhandlung mit etwas normalen Bürgern, mit einem Menschenherz allein für das Recht Österreichs, lässt sowas zu. Lächerlich. Das Urteil, was am Montag, den 24.06.2024 im Wiener Landesgericht schlussendlich fiel, erschütterte uns zutiefst. Ich möchte das Ganze verstehen. Wir wollen Gerechtigkeit. Keiner schaltet uns das Licht aus. Wo ist Österreich? Wo handelt es sich hier um Notwehr? Wieso haben die Personen Waffen bei sich, was in unserem Land verboten ist? Wie können sie solche Unmenschen mit einer Mindeststrafe von 5, 7 und 1 bis 3 Jahren davonkommen lassen, was unserem Gesetz überhaupt nicht entspricht? Wie tief kann sein Stolz jemanden sinken? Ich hoffe, hinter Gittern lohnt es sich jetzt. Keiner von euch weiß, wie schrecklich dieses Gefühl ist. Es ist unbeschreiblich, was man nicht in Worte fassen kann. Wenn du als immer noch Kind in deine eigene Straße läufst und deine Familie in Blutlachen am Boden verteilst siehst und nicht helfen kannst. Keiner von ihnen hat gesehen, was wir haben müssen. Niemand wird über unseren Kopf entscheiden können, in welchen Traumen und psychischen Folgen wir unser Leben lang zu leben haben. Niemand. Wir fordern gemeinsam als Familie der Opfer und Angehörigen ein neues Urteil, was rechtskräftig ist. Wir wollen unsere Gerechtigkeit für uns, aber auch für Österreich. Sowas passiert mittlerweile viel zu oft, da unsere Justiz und der Staat solche Unmenschen mehr motiviert, statt sie gerecht zu bestrafen. Dieses Urteil nehmen wir 100% nicht an. Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Rede heute halten kann. Wir wollen gehört werden, wir wollen gesehen werden. Da das Urteil nicht rechtskräftig ist, kann dies noch angefochten werden. Hiermit melden wir uns bei der Staatsanwaltschaft um Kontaktaufnahme für Wiederaufnahme des Verfahrens. Wir wollen ein neues und faires Urteil, was Österreich entspricht. Meine Familie und ich danken somit den österreichischen Bürgern und Bürgerinnen, den Familienangehörigen und den Freunden herzlichst für jede Hilfe, via Kommentaren bei der Zeitung, für jede Kontaktaufnahme mit uns, für jede Unterstützung seit dieser schrecklichen Nacht.
Wie wir alle wissen, ist es gesetzlich als Opfer schwer, durch ein Gericht wie dieses zu kommen. Danke an eure Unterstützung. Danke. Dass ihre Familie noch am Leben sei, sei ein Wunder. Nun sei man enttäuscht vom Staat Österreich, dass mit Opfern derart verfahren wird.